irgendwie ein bisschen Avatar-Vibes. Also wie man hier von Avatar-Vibes reden kann, ist mir bedingt ein Rätsel. Ist ja immer ein deutlich älter und Avatar ist vor allem eins. Scheiße. Ich kenne die Dinger nicht, die sind gut getarnt. Und der Komponist von der Mod, der hat's echt drauf, muss ich sagen. Also die Musik ist ja stimmungsmäßig in jeder Situation, in der Musik spielt, on top. Solchen Deal. Ja, mich muss auch treffen, dann darf ich mich auch beschweren. Hat das gerade abgeprallt? Springt Headcrabs. Naja, du bist halt keine der blauen Riesenschlümpfe, sondern mehr der hochentwickelte Amerikaner, der mit der Knarre voraus das Unbekannte erforscht. Ja, ich verstehe schon bedingt, was du meinst, aber Avatar ist trotzdem scheiße. Headcrab hätte ich eigentlich auch in Ruhe speisen lassen können, aber einfach dieses Sound von dem Hinzug, der hier auf Rot macht. Ich glaube, da muss ich drauf schießen. Das ist eklig. Hey. Wenn es eklig ist, muss man es töten. Verstehe. Das heilt mich. Cool. Die hätten auch einfach random diese Kisten wieder an irgendwelche Forschungseinrichtungen klatschen können, ne? Und das hätte mich nicht gestört, zumindest. Aber die haben einfach sich noch was Neues ausgedacht. Hier ist jetzt mir wieder ein Pfad frei geworden. Ist das jetzt wirklich der Jump, den ich machen soll? Kommt mir so weit vor. Aber auch auf den Millimeter. Perfekt. Das dauert doch ewig, sowas zu designen, oder? Mal beim ersten Sprung bist du ein bisschen zu tief, dann zu hoch. Dann ist der Sprung wieder zu einfach. Das ist doch krank. Die fallen mir noch in den Rücken. Er hat es verstanden. Wasser ist toll. Ah, shit. Das meintest du vorhin mit dem Wasser. Das blaue Wasser hätte mich auch schon geheilt, oder was? Warum explodieren die jetzt auf einmal? Hat das auch was mit dem Wasser zu tun? Das ist gemein. Okay, der ist jetzt weg dadurch. Müssen ja nicht gleich so viele sein. Da gleich so ein Rudel auf mich losmarschiert. Oder können die irgendwie Sachen absorbieren? Treffe ich hier auch nochmal einen Lebenden, der mir was erzählt? Wäre eigentlich ganz nice. Ja, ich habe ihn zu spät gesehen.
Wenn du jetzt auch noch einen Getränkautomaten benutzt hättest. Ah, shit. Ich muss ins Bett, mir fallen die Augen dazu. Ich wünsche euch was. Ja, gute Nacht, Gottfried. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Ich schlafe gut. Ich brauche wieder einen komischen Kristall und einen Grund, einen Stecker zu benutzen, glaube ich. Oder ich schließe das Ding hier erstmal an. Wohin geht denn die Verbindung? Das macht mir wieder so ein Portal auf, wa? Ich brauche trotzdem noch ein Steinchen. Hallo. Tschüss. Ich müsste einfach mal diesem Ding hier folgen, wa? Dann könnte ich die Tür da hinten aufmachen. Wahrscheinlich ist da auch so ein Stein hinter. Probier schon wieder dieses Denken aus. Ist fantastisch. Kurzer Prozess. Also gar nicht so falsch mit dem Leuchterhack. Mit dem Leuchterhack-Skill. Ich dachte, ich zerschieße das einfach mal. Da fliegt mir einfach der halbe Laden um die Ohren. Held, was machst du? Wo soll ich denn das wissen? Aber immerhin schon mal ein bisschen Schild. Gibt's hier noch irgendwie was? Heilwasser oder so? Nee. Nee. Hier ist heute wieder ein bisschen verwirrt. Ich habe das Gefühl, hier war ich schon. Na gut, dass ich darauf nicht geschossen habe. Mit F6 ist das alles gar kein Problem. Ja, ja, du hast völlig recht. Explodiert das eigentlich? Ja, es explodiert. Das explodiert auch. Soll das so? Das sieht alles falsch aus hier gerade. Ach so. Okay. Fehlt noch wer? Nee. Das erste Mal, dass die Daten geladen werden, glaube ich. Seit ich in dieser Welt bin. Ich bin mir aber nicht sicher. Zu 100%. Meine Finger gerade auf den falschen Tasten gehabt, deswegen ist nichts passiert. Irgendwas in der Hand? Munition oder was? Gibt's hier Frösche? Es klingt so. Ich bin kurz weg. Jo, bis gleich, Oldcoin. Weist mir das Geleuchte den Weg. Oh Gott, das sieht sehr labyrinthhaft aus. Die rot leuchtenden Schnüre führen mich irgendwo hin.
50%. Yo, jetzt liegen hier auf einmal wieder Sprengladungen. Darauf muss man noch erstmal kommen. Schon so konditioniert auf irgendwelche anderen random Alien-Sachen. Dann denkst du auch nicht mehr daran, dass jetzt hier die leuchtenden Strahlen wieder Sprengladungen sein könnten. Gott, jetzt am besten noch verschreckt. Random. Exitus steht unmittelbar davor, ja bitte nicht. Wovor beschützt mich denn das Schild, sag mal? Oh Gott, zu viel, zu viel, viel zu viel. Ach, scheiße. Oh, wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Vorsichtig, vorsichtig. Wo sind die Headcrabs? Kann ich mich jetzt an diesen schlafenden Ultraschall-Dingern da einfach dran vorbeischleichen oder was? Mach bloß ein falsches kaputt. Dreckiger Kopfmüll. Den habe ich aber erwischt. Ist das so eine, gibt's hier eine Schleichmechanik? Das wäre auch Wahnsinn. Woran dieses Spiel alles gedacht hat, das ist ja wirklich krank. Wirklich gar nichts außer Acht gelassen. Dann ballerst du dich wirklich stundenlang durch Horden von Gegnern. Und irgendwann im letzten Viertel oder so, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich da bin. Im letzten Viertel musst du dich dann dran vorbeischleichen, weil sonst nichts funktioniert. Da oben ist es. Mach den Weg frei, Pflanze. Heilwasser, jawohl. Ganz wichtig. Ganz dringend gerade. Bestand deutlich länger als nötig. Hier's da unten. Schon mal vorbereitet. Obwohl, ich glaube, da muss ich gar nicht hin, ne? Das schießt mich hier wieder hoch, falls ich runterfalle, nehme ich an. Oh Gott. Gehen die sich gerade gegenseitig, weil das Krokodil nicht checkt, dass das ihresgleichen sind, weil die Headcrabs denen auf dem Kopf sitzen. Das ist ganz schön nice. Ja, kill die mal. Könnt ihr die killen? Ja, jetzt geht's auf mich. Ich bin doch gerade erst geheilt worden. Ja, bleib unten. Wo schießt mich das Ding jetzt hin? Okay, solange ich Gegner sehe, muss ich ja richtig sein. Noch einer. Und weiter nach oben. Nur Splash Damage, der Scheiß. So, halb sorgsam gehe ich mit der Munition ja um. Das könnte wesentlich schlimmer sein. Ich denke,
Leute, die ein bisschen unvorsichtiger noch sind als ich, die müssten hier auch gerne mal mit der Crowbar einfach rumrennen, weil keine Munition mehr da ist. Wird mir jetzt wirklich wieder ein Sprung zugemutet? Ich kann das immer nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie weit das Ding kommt. Oh, Tatsache. Was? Krasser Abstand wieder. Wieder da und willkommen zurück. Oh Gott. Was habe ich jetzt davon? Hier ist noch rot. Mir ist schon klar, dass das so nicht gedacht ist, aber ich versuche mal ein bisschen zu bescheißen. Nee, darf ich nicht. Oder regenerieren sie sich am Ende noch und schließen sich irgendwann wieder. Ich dachte, ich könnte das so ein bisschen als Wegweiser nehmen, wo ich langen muss. Bin mir aber nicht so sicher. Also wieder nach oben. Ich glaube, der Ansatz war gerade schon richtig mit dem Sprung. Vielleicht doch da lang und dann. Oh nee, nicht die Teile. Die habe ich schon wieder komplett vergessen. Jetzt Ruhe? Danke. Es hätte schnell schief gehen können mit. Was war das? Ich will gar nicht wissen, ob ich da vielleicht noch aus Versehen nochmal hinfalle oder so. Und beim nächsten Mal wird mir das zum Verhängnis. Schiebst du wenigstens einen Fallschaden oder so? Das Vieh nicht gesehen. Das war sogar halb mit Absicht jetzt gerade. Das nicht. Danke fürs Auffangen. Ja gut, Ladeschnur. Ist schon krass, dieses Level ist entweder komplett neu oder einfach nicht mehr wiederzuerkennen, aber toll umgesetzt, mein absoluter Respekt. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich über Black Mesa weiß oder gehört habe, dass ich glaube, es ist neu. Ich glaube, die haben hier was komplett Neues reingepackt. Also kannst ja nicht existieren, wenn du Gamer bist, ohne jemals irgendwas von Half-Life gehört zu haben. Und das ist so eine kleine Randnotiz, die ich mal mitbekommen habe. Sag mal. Das waren doch perfekte Volltreffer. Kommt noch einer? Ja. So. Was darf ich noch alles durchladen? Hier fehlt mir auf jeden Fall noch was. Eine Kugel habe ich noch. Fantastisch.
Ja, irgendwann werde ich das Ding hier wohl benutzen müssen, auch wenn ich es echt nicht mag. Munition tut langsam knapp werden. Hatte damals Black Mesa 2 inszeniert, aber da gab es noch keine deutsche Sprachausgabe, daher noch nie gezockt. Das ist auch eine Mod, das habe ich auch vorher gegoogelt, Tatsache. Oh Gott, das ist ja noch größer, das Vieh. Also ist jetzt nicht so, dass ich kein Englisch könnte, aber irgendwie zum Genießen hätte ich doch lieber eine deutsche Sprachausgabe. Und hätte Black Mesa keine deutsche Sprachausgabe gehabt, hätte ich mich wahrscheinlich für das Original entschieden. Kann ich da überhaupt dran? Wir haben ganz schön große Hitbox, wa? Wie kann mich das denn nie noch erwischen? Darf ich jetzt erstmal durchladen, bitte? Ich sehe die Dinger nicht. Ich habe schon wieder lange nicht gespeichert. Oh nee. Warum bin ich denn auf einmal so... Wie soll ich sagen? Risikobereit. Aber kein Schild mehr, um Gottes Willen. Da hat's geknallt. Die Dinger kann man erlegen, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Daher habe ich auch noch nie Red Dead Redemption 2 gezockt, obwohl mir das sicher richtig gut gefallen würde. Das habe ich hingegen gespielt, also wenn es keine andere Alternative gibt, habe ich natürlich kein Problem damit, ein Game auf Englisch zu zocken. Ist auch ein wahnsinnig gutes Spiel. Red Dead Redemption 1 habe ich aber noch nicht gespielt und daher ist auch geplant, die beiden Teile nochmal irgendwann zu behandeln. Ich nehme mich mit dem Dinger mal zu. Ist das so ein Schildkristall? Der würde mir jetzt helfen. Ja, verdammt gut. Und wieder vollgeschildet. Super. Von hier komme ich, wa? Das ist dämlich. Ich gehe nochmal zurück. Ich scheue mich irgendwie davor zurück, also da runter zu springen. Das sieht besser aus hier.
Budget halten. Ich habe nicht mehr so viele Kugeln. Das sieht tot aus. Sehr gut. Erstmal sauber machen. Soll ich das Ding jetzt mit mitschleppen oder was? Kommt mir irgendwie unwahrscheinlich vor. Ich dachte, das ist irgendwie da so ein Sicherungsding, was ich irgendwo einsetzen muss später. Wo jetzt? Oder, ach so, hier. Das Ding chillt ja doch nicht umsonst, oder? Mach mal einen Kopf zu, danke. Daten. Dieser Teil der Welt, sage ich mal, ist jetzt irgendwie ein bisschen laut, muss ich sagen. Und labyrinthhaft. Ich nehme an, jetzt wo du mich auch natürlich auf den Trichter gebracht hast, dass das wahrscheinlich hier der neue gemoddete Teil sein wird. Wird der mir nicht viele Antworten auf die Story geben, glaube ich. Unser Munitionsbestand ist gelinde gesagt ausbaufähig, ja. Ich glaube, ich werde bald Kleinvieh mit Raketen erlegen. Was ist das? Ich will es nicht wissen. Lass mich einfach in Frieden. Nein, nicht rein da. Bitte nicht. Ach, das sind wahrscheinlich Seepocken umgekehrt, wa? Könnte ich mir vorstellen. Der Scheiß sinkt auch noch ab, Mann. Auch wirklich langsam mal wieder so einen Heftanzug finden. Das ist nicht gut. Ich habe keine Munition verbraucht. Das sind ganz schön viele. Die habe ich noch. Munition, fantastisch. Gar nicht mal wenig vor allem. Und natürlich genau das Passende. Gott, sind das viele. Und auch bloß hier alles schön mit einem Dreifach-Zoom.
Die machen mich schon sehr nervös, wenn die hier die ganze Zeit im Wasser rumwursteln. Tut alles sterben. Und du geh weg. Du machst bestimmt böse Sachen. So.